Einen letzten Blick auf die beiden Request-Methoden GET und POST, die sich im Verhalten ähneln, aber in der Art und Weise, wie sie die Nutzdaten transportieren, deutlich unterscheiden. Da hätten wir zu einem den GET-Request, der als idempotent und sicher gilt. Das heißt, es ist egal, wie oft Sie eine GET-Anweisung absetzen, das Ergebnis ist immer dasselbe. Eine Repräsentation der geforderten URI. Anders beim POST-Request. Der POST-Request ist nicht idempotent, immer gleich mächtig gleich im Ergebnis. Er verändert einen Zustand der Ressource serverseitig. Das trifft insbesondere zu bei Formulardaten. Und Sie werden ja im Browser ab und zu mal aufgefordert zu überlegen, ob Sie diese Daten noch einmal abschicken wollen. Dann hatten Sie einen Post-Request und sind in der Historie im Browser zurückgegangen und diese Seite noch einmal aktualisiert. Der GET-Request sollte nur verwendet werden, wenn man Daten vom Server holt. Anders der POST-Request, hier wollen Sie Daten zum Server senden und dort verarbeiten lassen. Der Server empfängt GET und die Request-URI und optionale GET-Parameter. Das sind hinter einem Fragezeichen angeordnete Namen-Wertpaare und im Kaufmanns- und zum Zusammenfügen der weiteren Name-Werte-Paare. Das sehen Sie der URL-Leiste. Und wenn Sie ein Formular als Post-Request überschicken würden, dann werden diese Formulardaten als Nutzdaten, also im Data-Bereich des HTTP-Requests untergebracht. In diesem Fall dürfen die Nutzdaten beliebig lang sein, während es hier eine also browserspezifische Beschränkung gibt. Die RFC-Spezifikation sagt darüber nichts aus, aber eine URI über 255 Zeichen ist wenig praktikabel.